Ein neuer Tag beginnt, es gibt viel zu tun. Zuerst sammle ich einige Beeren von den Sträuchern am See. Neue Mission, sammle 2 Beeren von den Sträuchern nahe dem See. Und damit heiße ich euch willkommen zu Dayland. Einem vorerst geplanten One-Shot, aber wer weiß, wie sich das Spiel entwickelt und vor allem, ob ihr mehr davon sehen wollt, dann würde ich natürlich euch auch mehr zeigen, logischerweise. Es ist im Moment gratis bei Steam. Ich hoffe, wenn ich euch das zeige, ist es ebenfalls noch gratis. Das ist, also ich spiele es am Samstag, ich habe es vor, euch morgen zu zeigen, also den Sonntag. Also heute ist ein Sonntag, wenn ihr es seht. Und ich fand persönlich, es sah ganz interessant aus. Und ob es dann auch wirklich so sein wird, wird sich zeigen, ne? So, damit haben wir unsere Mission. Ich habe nur ein paar sammeln können. Ich komme ein anderes Mal wieder, um mehr zu holen. Ja, man sah, dass es noch ein paar Minuten braucht. Achtung, Sternenpatrouille. Mün hier und auf Aufklärungsmission. Ich bin im Moment auf einem seltsamen kleinen Planeten. So etwas habe ich noch nie gesehen. Er scheint unbewohnt zu sein. Wer? Ah, die ist bei mir gelandet. Ich mag ja ehrlich gesagt, es ist voll, wenn man auf so einem kleinen Planeten, also generell auf so einem Planeten, wirklich so kugelmäßig herumlaufen kann. So, hallo. Hey! Hallo! Hallo, ich wusste nicht, dass du hier bist. Ich dachte, hier wohnt niemand. Ich lebe allein hier und ich heiße Arco. Ich bin Mün, Entdeckerin bei der Sternenpatrouille. Ich bin zum ersten Mal auf diesem Planeten. Er heißt Dayland. Dayland. Dayland erscheint... Er erscheint nicht auf dem Radar. Es ist fast, als sei er aus dem Nichts aufgetaucht. Ah, ich sehe, du hast dich hier niedergelassen. Du scheinst ein sehr praktischer Junge zu sein. Ich muss gerne, Entschuldigung. Es ist spät. Ich bin sicher, dass du Dayland zu einem sehr angenehmen Wohnort machen wirst. Ich helfe dir. Zuerst musst du Obst und Gemüse anpflanzen und ernten, damit du keinen Hunger leiden musst. Das ist eine tolle Idee, ich hatte es schon satt, immer nur wilde Beeren zu essen. Schau, ich zeige dir, wie man eine Hacke herstellt. Melde dich bei mir, wenn du fertig bist. Also es ist, wie es den Eindruck auf mich erweckt hat, so ein bisschen in die Richtung wie Harvest Moon, Stardew Valley, dass man halt jetzt nicht da unbedingt einen Hof aufbaut, aber so seine Lebensgrundlage schafft, ne? So ein bisschen aufbauend und dies und das und jenes. Warum habe ich Ausrufezeichen Pilze? Aber irgendwie war das doch... Ah, nee, gut, das... Bedienelemente. Na, wenn ich nach unten drücke, kriege ich die Missionen. Nein, nicht Spiel verlassen! Nein, abbrechen! Abbruch! Abbruch! So, okay. Hacke. Das zeigt mir an, hier eintreten. Ah, ich kann dann schlafen, um Energie wieder aufzuladen. Also kann ich auch vergessen. Energie verbrauchen. Und hier brauche ich Holz und Stein. Habe ich alles anscheinend. Mhm. Ich habe da also auch meine Schmiede. Hey. Mün, ich habe eine Hacke hergestellt. Toll, wie ich sehe, bist du sehr geschickt. In der Nähe der Ebene, wo du dein Zelt hast, sieht das Land fruchtbar aus. Hier, pflanze diese Karottensamen dort an. Vielen Dank, ich komme bald zurück. Gut, machen wir. Ja, ich habe doch hier ein Feld gesehen. Genau, das da. Muss ich die nicht erst irgendwie benutzen? Hacke? Ah. Aha. Ich kann sogar Pinien pflanzen. Okay. Nein, fähig. Nein. Nee, das ist das. So, ja. Lege mit der Hacke ein Karottenfeld an. Hatte ich vor. Ach so mache ich das. Ah, okay. Jetzt habe ich das kapiert, die Symbole mit den Buchstaben. Jetzt kann ich mit der Hacke allerlei Samen auf dem Planeten pflanzen. Ich suche einen Ort in Wassernähe, um 2 Pinienkerne zu pflanzen. Gut, Ort in Wassernähe. Wir hatten doch einen Ort. Der Pfeil zeigt in die Richtung. Glaube ich. Nein. Wo war das Wasser? Wo waren die Beeren mit dem Wasser? Was ist das eigentlich? Wo war denn das Wasser? Ich glaube hier bestimmt, oder? Das war doch irgendwie sowas. Es konnte doch nicht weit weg sein. Oh, guck mal. Das sieht auffällig aus. Pilze. Nehme ich mit. Ja, ich höre das Wasser. Oh Gott, das Wasser war so nah.
jetzt? Ort in Wassernähe hieß es. Ich kann angeln. Ich liebe es zu angeln, aber zuerst muss ich eine Angelrute herstellen. Ich dachte, ich kann jetzt hier in Wassernähe. Hieß es. Aber ich kann doch nicht hier. Ich muss einen weiteren Brunnen bauen, damit ich mehr Land bewirtschaften kann. Okay. Ich nahm ja an, so Wassernähe würde das hier bedeuten. Aber irgendwie will er das nicht, ne? Zwei Pinienkerne in Wassernähe anzupflanzen. Ah! Ah! Ah, so! Das ist jetzt eine Kombination aus Fähigkeiten-Button und Hacke. Gut gemacht, jetzt muss ich nur noch warten, bis die Bäume wachsen, um mehr Samen zu bekommen. Ja, aber wir können ja direkt noch den anderen pflanzen hier. Was haben wir noch? Himbeerstrauch und Karotteweizen. Himbeerstrauch wäre doch auch was, oder? Denke ich jedenfalls. Okay, kann ich hier nicht pflanzen, auch muss auch in Wassernähe. Ich hoffe, ich brauche diese Beeren jetzt nicht. Sonst wäre das etwas doof. So, kann ich mit ihr schon reden? Hey! Ich habe die Samen gepflanzt. Jetzt muss ich warten, bis sie geerntet werden können. Gut gemacht. Viele landwirtschaftliche Erzeugnisse sind essbar und helfen dir, keinen Hunger zu leiden. Münich möchte lernen, wie man Dinge herstellt. Natürlich, in diesem Fall wäre es gut, wenn du einen eigenen Hammer hättest. Er ist auch nützlich, um Steine zu brechen. Ich erkläre dir, wie es geht. Also los, ich folge deiner Anleitung. So, haben wir ein neues Rezept, neue Mission. Und na mal gut, dass wir die Sachen alle parat haben. Jo. Jetzt kann ich damit Felsen kaputt hauen. Oh. So sieht also mein Planet aus. Interessant, interessant. Ah. Was für ein Glück, ich habe Mineralstein. Und man kann gedrückt halten, um das kaputt zu machen. Geht der Hammer auch irgendwann kaputt? Ah, und die blaue Anzeige bei dem Bild hier oben links ist dann wohl meine Energieleiste. Ich denke mal, das gelbe drunter, XP, sodass ich sehen kann, wann ich Level abkomme. Und die rote Leiste wird dann Lebensleiste sein. Das heißt, ich muss auch noch um mein Leben kämpfen. So, wo war denn der große Fels? Hier, ne? War das da? Ich fand das ja so ein bisschen auffällig. Dass das hier so ein Dings hat. Aber ich direkt dort kann ich es nicht kaputt machen. Schade, schade, schade. So. Dort sind diese. Oh, guck mal, der eine ist ja schon was geworden. Der jetzt auch. Und die Pinienbäumchen auch. Oh. Hey! Jetzt habe ich einen Hammer. Gut gemacht. Mit der Zeit wirst du immer besser darin, Gebilde zu bauen. Schau, ich zeige dir, wie man ein Lagerfeuer baut. Es ist ganz einfach. Aha, aber ich habe nicht genug Holz. Das stimmt. Ich habe auch kein Holz mehr für dich übrig. Es sieht aus, als müssten wir einfach ein paar Bäume fällen. So, dann Axt herstellen, Bäume fällen, subidubi. Wir haben einen Plan. Werkstatt. Oh. So, Axt. Ich frage mich, ob die kaputt gehen kann. Aber die kann man bestimmt aufrüsten, oder? Normalerweise ist das ja so ein Klassiker in solchen Spielen, dass man das halt aufrüsten kann. Kann ich das kleine auch, den Baumstumpf? Ja, kann ich auch wegmachen, das ist gut. Wie viel brauche ich denn eigentlich an Holz? Wir kommen gleich Level up. Nicht mehr viel. Ich stelle eine Axt, um Bäume zu fällen. Achso, das habe ich ja schon. Was ist? Zünde eine Fackel am Lagerfeuer an. Oh, ich habe es leider weggeklickt. Super, aber vergiss nicht, das Gleichgewicht zwischen den Bäumen, die du pflanzt, und den Bäumen, die du fällst, aufrechtzuerhalten. Hier, nimm ein paar extra Samen. Vielen Dank. Ich baue ein Lagerfeuer. So kannst du in kalten Nächten warm bleiben. Jetzt kannst du Materialien beschaffen, mit dem Hammer brichst du Steine und mit der Axt erhältst du Holz.
Das kriege ich hin. Gut. Oho, in 2 Minuten ist es fertig. Ich muss dann wahrscheinlich auch immer... Warte mal. Ich habe schon genug. Ich kann das Lagerfeuer bauen. Ich baue es mal dahin. Es ist fertig. Ich sollte es anzünden. Wow, man kann die Hitze spüren. Es ist schön warm, am Feuer zu sitzen. Mit der Fackel kannst du Feuer transportieren. Aber sei vorsichtig, Feuer kann sehr zerstörerisch sein. Oh, Feuer ist gefährlich. Das werde ich nicht vergessen. Erkunden wir den Planeten. Ich würde gerne sehen, ob es hier etwas Spannendes gibt. Auf dem Hügel ist ein Gebilde. Komm, ich zeige es dir. Nimm Mühe mit, um das Gebilde auf dem Hügel zu untersuchen. Ich finde es einfach faszinierend. Also ich müsste schlafen, um das nächste Level zu erreichen, fällt mir sehe ich gerade oben als Hinweis. Aber dann machen wir das mal gerade. Schlafen. Ich möchte gerne Level abkommen. Aber ich finde es interessant. Ich kann mal dann aussuchen. Okay, Beweglichkeit erhöht die Geschwindigkeit und die Abwehr von körperlichen Angriffen. Ausdauer erhöht Lebenspunkte und veränderte Zustände. Machen wir mal Beweglichkeit. Gut. Ich fand ja die Anfangssequenz ganz interessant, wo es ja irgendwie den Anschein erweckte, dass er von irgendwo runtergefallen ist, ne? Pinienkerne würde ich noch ein paar machen. Ach, die müssen ja alle in Wassernähe sein. Oh, puh. Die anderen Bäume könnte ich doch wieder kaputt machen, ne? Naja, wir gehen mal zum Gebilde. Oh, wir können Karotten ernten. Die sind aber riesig, die Karotten, muss ich mal sagen. Jetzt pflanzen wir mal Weizen. Gucken, wie das wird. So, wo war das Gebilde? Das Gebilde? Ja, doch. Hier ist es. Moment mal. Laut meinen Daten handelt es sich hierbei um einen alten Altar, einen Kristallaltar. Wenn ich wieder im Basislager bin, suche ich nach weiteren Informationen. Schau mal, Mühn, mein Anhänger leuchtet anders. Monster, mach dich bereit für einen Kampf. Warum? Warum jetzt schon? Wie kämpfe ich? Mit meinen Fäusten? Warte mal, ich gehe mal in die Richtung, wo die lila Dinger sind. Ey, die hat eine Piu-Piu-Waffe. Warum greifst du denn nicht an? Ja, gut. Lass sie das einfach machen. Ich sack einfach den Loot ein. Irgendwo in die Richtung ist noch einer. Nee, warte mal, ich bin für... Da ist er. So, den Rest kann sie machen. Ich bin ein kleiner Junge. Von irgendwo hergekommen in einem Kristall. Ich weiß nicht, wer ich bin, was ich hier mache. Ich lebe hier einfach. Ich habe keine Familie und sonstiges. Ah, schieben. Schneiden. Ach so. Ach, das macht er automatisch. Okay, ich muss das nicht extra auswählen. Das ist gut. Das ist sehr gut. In die Richtung. Noch irgendwo ein Monster. Da! Aua, es tut mir weh. Also, gerade nicht, aber es hat mir wehgetan. Uff. Das hast du gut gemacht. Vielleicht kann ich dich eines Tages mit auf andere Abenteuer nehmen. Das wäre toll, Mühn. Ich muss jetzt gehen. Es war mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Danke für den Besuch. Kommst du wieder? Natürlich, kümmere dich währenddessen um Dayland und verteidige es gegen die Monster. Das werde ich. Guter Junge, bis zum nächsten Mal, Arco. Ich frage mich ja, ob das dann so sein wird wie auch bei... Oh, wie hieß es denn? Starbound.
Und man dann auch auf andere Planeten reisen konnte. Ob das hier auch der Fall sein wird. Mal gucken. Weil ich weiß nicht. Also klar, wir werden hauptsächlich hier auf Daylan sein. Aber ich glaube nicht nur. Ich könnte es mir jedenfalls nicht vorstellen, wenn ich nur... Oh, es wird bald regnen. Regenwasser hilft den Bäumen und Nutzpflanzen schneller zu wachsen und Früchte zu tragen. Wenn ich einen Brunnen baue, kann ich Regenwasser für trockene Tage aufbewahren. Das heißt, ich baue jetzt einen Brunnen, weil es gleich regnen wird. Aber ich kann die Werkstatt nicht machen. Die Schmiede? Eine Fackel kann ich bauen, ja. Da brauche ich noch Holz, so weiter und so fort. Nein, ich komme da auch irgendwie... Wahrscheinlich hier, ne? Ja, da, Brunnen. Wo mache ich den Brunnen am besten hin? Ich mache den mal hier hin. Dann kann ich jetzt auch... Ah, ich kann sogar ausbessern. Also... Ja... Ich müsste einen weiteren Brunnen bauen. Okay, okay. Mein Weizen ist auch gleich soweit. Ist aber gut, dass oben rechts auftaucht, dass es, wenn es bald regnet, wenn dies und das und jenes passiert. Praktisch. So kann ich mich darauf besser einstellen. Ich muss nur mehr drauf achten. Auch so weit. Das dauert noch 2 Minuten. Ich habe das Gefühl, dass Feinde in der Nähe sind. Ich muss mich darum kümmern. Irgendwie die... Oh Gott, was ist denn das für eins? Nein. Ah, weg hier. Ich will nicht. Mach das jetzt mit der Axt. Ich alleine, was soll das? Komm her, komm her. Nein, ah. Hilfe. Oh Gott, das hat ja gerade so geklappt hier. Es gibt auf jeden Fall 3 Pilze, die ich sammeln kann. Werde ich so dezent drauf hingewiesen. Mal gucken, wo die sind. Ich muss sagen, der Planet ist klein. Ich verliere aber so dermaßen die Orientierung. Das ist unglaublich. Ich könnte natürlich so machen. Ach, guck. In die Richtung ist einer. Oh, Fliegenpilze. Was gibt's noch? Ich hätte vielleicht in die andere Richtung machen sollen. Warte. Ich habe einen unten gesehen gehabt. Ah, denn... Okay, in einer Reihe. Ich laufe einfach geradeaus. Sagte ich nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich laufe nicht geradeaus. So, und da ist schon der andere. Gut, dann würde ich sagen, gehe ich schlafen und hoffe, dass ich dadurch geheilt werde. Eine Fackel kann ich auf jeden Fall auch machen. Das mache ich mal. Ich hoffe, ich habe noch keine hergestellt. Und ich gehe mal schlafen. Ist auf jeden Fall, um meine Energie aufzuladen. Ich weiß nicht, ob es auch so ist mit der Lebensenergie. Absolut keinem Blush. Nein, ist es nicht. Mist, da muss ich wahrscheinlich was essen. Wie isst man? Oder nur durch Level Up? Das wäre aber auch kacke. Oder kann ich hier? Fackel, ja. Fackel kann ich dort machen. Wasser holen. Hoppla, ich muss einen Eimer herstellen, um Wasser aus dem Brunnen zu holen. Oh, ich sehe gerade, sie kommt wieder. Kann ich hier den Eimer herstellen? Ja. So, dann mache ich das mal. Ist aber cool gemacht. Muss ich mal sagen. Y-Besucher. Gucken wir mal, was sie jetzt Neues uns erzählt. Hey!
Hallo Arco, wie geht's? Oh, ich kann sehen, dass es gut läuft. Die Sternpatrouille ist sehr an deinem kleinen Planeten interessiert. Der Supercomputer Weiß-X hat mit der Verarbeitung der Daten begonnen, aber er braucht mehr Informationen. Deshalb habe ich einen Sensor mitgebracht, um Daten über Dalen zu sammeln. Feuchtigkeit, Niederschlag, Wind. Der Sensor ist batteriebetrieben, aber du musst sicherstellen, dass er sich während der Messung nicht ausschaltet. Lasse ihn bis zu meinem nächsten Besuch laufen, damit wir gültige Daten sammeln können. Okay. Wenn die Batterie beinahe leer ist, ist ein Warnsignal zu hören. Dann musst du schnell die Kurbel drehen. Beginne Daten zu sammeln. Okay. Ah, das ist der Sensor. Oh, ups. Ah, okay, das sehe ich oben nämlich. Okay. Auch genauso, wie viel Prozent er gesammelt hat. Kann ich nochmal mit dir reden? Vor allem bringt das irgendwas? Hey. Die Datenerfassung ist nicht abgeschlossen. Sie sollte 100% erreichen. Ja, okay. Also, nein. Hat nichts gebracht mit dir, sich zu unterhalten. Auch noch mit. Dann können wir das kaputt machen. Und ich muss doch überlegen, wie ich meine Lebensenergie wieder aufbaue. Oder wenn ich genau hingucke, geht die ein bisschen höher vielleicht von alleine, dass sie sich langsam selber aufbaut, weil ich meine, die ist höher als vorhin. Ich kann es mir auch natürlich auch nur einbilden. Pflanze ich gleich wieder. Oh, wow, das ging jetzt schneller. Da war ich jetzt irgendwie erstaunt. Da, Pinienkerne. Jetzt den nächsten. Das habe ich jetzt so nicht gedrückt, aber okay. Schnell, drehe den Planeten, um zu verhindern, dass Meteoriten Schaden verursachen. Lol! Sowas passiert hier auch? Das Spiel ist, was das angeht, komplexer, als ich es erwartet habe. Und bis jetzt macht das auch ordentlich Laune. Also, ich habe meinen Spaß. Ist aber auch so ein Spiel, was ich persönlich so mehrmals zwischendurch mache, hin und wieder mal. Ich habe Hunger. Aber ich weiß nicht, wie ich esse. Das sind ja auch Samen. Wie esse ich denn? Kann ich Himbeerstrauch? Ah, nee. Nur auf einem fruchtbaren Feld. Ist nicht fruchtbar. Doch. Hä? Ich bin verwirrt. Nein? Nein? So. Aber ich esse nicht automatisch. Wie esse ich denn? Das würde mich mal interessieren. Ich habe jedenfalls wieder volles Leben. Aber wie esse ich? Ich kriege jedenfalls Schaden dadurch, dass ich Hunger habe. Oh, schon wieder ein Monster in der Nähe. Feinde, zwei Stück sind da. Aber ich will vorher die Kurbel drehen. Ach, okay. Ich muss nur einmal drehen, dann ist das schon wieder gegessen. Sind die Feinde irgendwo in die Richtung? Oh, schon wieder so einer. Das klappt jetzt. Wenn man nicht so ganz Angst davor hat, dann ist das alles in Ordnung. Und ich krieg halt echt Schaden, dadurch, dass ich Hunger habe, ne? Und er macht mir natürlich auch gut Schaden. Du hast genug Erfahrungspunkte gesammelt, um Level abzukommen. Ich weiß halt echt nicht. Wie habe ich denn jetzt Schaden gekriegt von dem? Ich brauche ein Schwert. Irgendeine Waffe. So, und ich habe halt mega Hunger. Und wie esse ich? Fragen über Fragen.
muss doch irgendwie essen können. So, Intelligenz. Ich mach mal die Ausdauer jetzt höher. Vor allem, weil ich einfach die ganze Schaden kriege, weil ich Hunger habe. Und ich weiß nicht, wie ich esse. Vielleicht habe ich nur meine Fackel. Die Macht des Feuers. Ja, aber wie esse ich? Wie esse ich? Hier kann ich nur Sachen bauen. Da kann ich pflanzen. Das ist die Aktion. Wie esse ich? Das wüsste ich immer noch gerne. Sprechen. Schöner Planet. Hallo, wer bist du? Hallo, junger Mann, ich bin Locke, ein Zauberer, der mit Zaubertränken handelt. Ein Zauberer? Ja, leider können Menschen Magie nicht direkt einsetzen. Also müssen wir uns mit der Essenz der Magie begnügen, die wir in Zaubertränken finden. Darauf spezialisiere ich mich und natürlich auf alte Bücher und Geschichten. Mir gefallen diese bunten Flaschen. Du darfst schauen, aber nichts anfassen, es sei denn, du willst es kaufen. Ich habe kein Geld. Das macht nichts. Ich bin mir sicher, dass es viele interessante Dinge auf diesem Planeten gibt. Bring mir einfach alles, was du nicht brauchst. Schauen wir mal, ich habe ein paar Sachen in meiner Tasche. Ja, handeln mit dem Dings. Aber ich würde trotzdem gerne... Wie mache ich denn die Figur bewegen im Inventar? Das klingt doch gut. Ah, guck mal, ich kann Brot essen. So ist das. So, B verkaufen. Was kann ich denn nicht gebrauchen? Metall. Das da zum Beispiel. Horn. Fliegenpilz brauche ich nicht. Pilz behalte ich mal. Metall. Silbererz. Wertvolles Erz, das aus Gestein gewonnen wird, kann direkt verkauft oder zu einem Silberbarren geschmolzen werden. Angst. Ich habe die Sachen natürlich jetzt nicht verkauft. Ich habe die nur rübergepackt. Ein guter Handel, Kleiner. Ich habe einen Auftrag für dich. Wie du siehst, liebe ich es, meinen Weltraumballon mit hübschen Stoffen zu dekorieren. Ich kaufe normalerweise neue Stoffmuster an jedem Ort, den ich besuche. Die Qualität des Stoffes hängt sehr von der Qualität der verwendeten Baumwolle ab. Ich schenke dir einige Samen und im Gegenzug hoffe ich, dass du mir ein Stück Qualitätsstoff liefern kannst. Oh, vielen Dank. Ich werde dich nicht enttäuschen, Herr Locke. Gut. Und kaufen. Glasflasche, Pinienkerne, Metall, Öl. Wird aus Sonnenblumenkernen gewonnen und bei verschiedenen Gerichten verwendet. Heiltrank. Ich nehme mal einen Heiltrank. Okay, das ist mir zu teuer. Merke ich gerade. So ganz spontan. So. Ich muss mal gleich den Sonar-Dingsterbums da wieder aufladen. Baumwolle pflanze ich. Mache ich jetzt beides mal. Und dann werde ich auch gleich noch einen Brunnen basteln, damit ich das andere Feld auch noch nutzen kann. Und die Bäume kann ich dann auch wieder fällen. Nochmal ein Brunnen. Achso, ich will nicht aufbessern. Ich will was pflanzen. Und zwar Karotten. Karottenkuchen. Trägst du Nüsse in dir? Ich will erst warten, bis die Samen haben. Ich kann aber... Ach, jetzt? Das ist ja praktisch. Wasserquelle sind auch Brunnen. Muss ich da nicht alles... Wie blöd bauen. Das ist gut. Ich habe gar keine Pinienkerne, fällt mir gerade auf. Nicht schlimm. Dann hole ich mal Wasser. Zwei Pilze kann ich hier noch sammeln. Energie ist eigentlich auch recht gut. Der Sensor ist bei über 50%. Gucken wir mal. Jetzt haben wir eigentlich die Aufgabe... Achso, da ist ja gar kein Wasser mehr drin, ne? Stoff herzustellen, ne? Und dass der Sensor halt komplett abgibt. Informationen preisgibt. Für den Planeten.
Stein brauche ich noch. Gut. Ich möchte die Werkstatt nämlich gerne bauen. Deswegen baue ich Steine ab. Gut. Aber so Fazit vom Spiel bis jetzt, es gefällt mir. Oh, ich hatte das Gefühl, Feinde sind in der Nähe. Ich muss mich drum kümmern. Boah, ey. Feine Nerven. Ich habe mal ein ähnliches Spiel gespielt. Aber auf dem Handy, glaube ich. Aber ich weiß nicht mehr, wie das hieß. So, gleich ist erledigt. Oh, da habe ich doch nochmal erwischt. Sau. Schieben. Ich finde das so lustig, wenn es heißt schieben. So. Da haben wir. Da. Bitte schieben. So. Komm, nimm das. Nimm das. Ein Besucher. Jetzt kommt ein UFO oder was? Das ist das jetzt für einer hier? Ah! Hallo, wer bist du? Willkommen auf meinem Restaurantschiff. Ich bin Bram, ein Guido-Koch, sehr bekannt in dieser Galaxie. Ich reise von einem Planeten zum anderen, immer auf der Suche nach den besten Zutaten. Möchtest du mein Küchenhelfer sein? Sehr gerne. Du wirst viel lernen. Bring mir die Zutaten, die ich brauche, und ich werde dich unterrichten. Okay. Oh, dieser kleine See ist wunderbar. Fisch ist die Hauptzutat vieler meiner Gerichte. Ich kann dir immer frisch gefangenen Fisch liefern. Brrr, die Einstellung habe ich mir gewünscht. Schau, du kannst eine Angelrute wie diese hier herstellen. Angelrute. Mhm. Gut, Angelrute herstellen und dann Fisch angeln und so weiter und so fort. Ich will aber noch in der Nähe von dem Brunnen, auch wenn er kein Wasser hat, kann ich doch bestimmt trotzdem Pinienkerne anpflanzen. Ja. Pinienbäume meine ich, ne? Supi-dupi. Dann mache ich auch noch den Bärenstrauch. Das Sonardings ist auch bald vollständig. So, Angelrute will ich herstellen. Genau. Ich habe nicht genug Material. Oh, ich brauche noch einen Faden. Wie stelle ich einen Faden her? Aber dafür habe ich jetzt genug. Du hast ein neues Rezept. Hammer! Glasflasche, Faden. Oha, das sieht ja cool aus. Küche kann ich dann bauen. Dafür brauche ich Stein und Holz. Metall habe ich genug. In der Werkstatt kann ich Faden und Stoff und sowas herstellen. Faden brauche ich Baumwolle. Okay, also ich brauche Baumwolle, um Faden herzustellen. Ich brauche 5 Faden für einen Stoff, was der Händler haben möchte. Und ich brauche dich, wie war das? Ein Faden für eine Angelrute, damit ich Fisch herstellen kann. Dann brauche ich noch ein bisschen Holz, ein bisschen Stein und ich gehe jetzt schlafen. Und nachdem ich jetzt auch noch was gegessen habe, wie zum Beispiel diese leckere Karotte, werde ich auch an dieser Stelle den One-Shot vorerst beenden. Guck, der Händler haut jetzt auch ab. Das kann ich nochmal aufladen. Denn die Zeit ist vorbei, die ich für so einen One-Shot meistens benutze. Und ihr könnt mir ja gerne in den Kommentaren da lassen, ob ihr nochmal was sehen wollt. Und dann würde ich halt nochmal was raushauen, euch weiter mitbegleiten. Sonst spiele ich das einfach privat ein bisschen weiter. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen und wir sehen uns eventuell bei einer weiteren Folge wieder. Oder halt bei anderen One-Shots und Projekten. Bis dann, tschüss, eure Time.